Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer nigelnagelneuen Ausgabe Steinmatch. Jetzt geht's los, wir sagen Stein, Stein, Stein. Ja, hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Heute mit einem fantastischen Steinmatch für euch. Zwei super Teams haben wir zusammengewühlt aus der Liste der minderjährigen Bewerber. Und das erste Team des heutigen Tages, das dürfen wir begrüßen. Es heißt Team Virlias. Ja, kommt zu mir. Einmal um den Tisch rum. Schön, dass ihr da seid. Hallo Wirt. Hallo Elias. Schön, dass ihr da seid. Wow, wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus einem sehr, sehr kleinen Städtchen. Ja. Vor Frankfurt. Gut. Ja. Kommst du auch aus Vor Frankfurt? Ja, natürlich. Ja, vor Frankfurt. Ah, so, wir sind zusammen aufgewachsen. Ja, wie alt seid ihr? 12. Okay. 13. So, kommen wir jetzt zu euren Gegnern. Sie sind angetreten hier, um euch zu vernichten, euch zu schlagen. Also setzt ein grimmiges Gesicht auf für eure Kontrahenten. Hier sind die, wie heißt nicht mehr, Blockbusters! Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, Colin. Hallo, Etienne. Hallo. Etienne aus Offenbach und du aus Gelsenkirchen. Zwei ganz tolle Städte hier. Da war ich schon mal mit meiner Steinmatch-Tour. Tolle Leute, tolle Städte, muss ich wirklich sagen. Darf ich jemanden grüßen? Nein, das ist hier nicht erlaubt, aber was hier natürlich erlaubt ist, das ist richtig toll, Lego zu bauen und ein bisschen zu spielen. Und wir freuen uns ganz besonders, heute einen richtig tollen Partner an Bord zu haben. Vielen lieben Dank an Lego Technik. Die haben uns nämlich hier heute, geh mal aus dem Weg, bemustert hier mit diesen tollen, nicht anfassen! Mit diesen tollen Geräten hier, das ist ein mega, kannst du mal aufhören, dich in den Vordergrund zu spielen, wenn ich über die Produkte rede? Mit diesem mega Bagger und einem Kran, ganz toll. Jetzt kommst du bitte zurück. So. Und jetzt geht's auch los. Die Teams nehmen bitte ihre Plätze ein. Team Virlias und Team Blockbusters. Das ist aber auch ein gefährlicher Name. Das ist ein Name wie aus dem Leben. Seid ihr auch gefährliche? Mhm. Ihr beiden? Ja, darf ich jemanden grüßen? Nein, das ist ausgeschlossen. Also, ihr Lieben, ich lehne mich mal auf euch drauf, so richtig. So, in Runde 1 spielen wir Folgendes. Ihr wisst ja, es gibt insgesamt 3 Runden. Runde 1 gibt 1 Punkt, Runde 2 2 Punkte und Runde 3 gibt... Drei Punkte. Punkte! Jawohl, so ist es. Und in Runde 1 bauen wir ein Auto mit Übersetzungsantrieb. Wow. Im Idealfall deutsch-chinesisch. Und jedes Team hat dafür einen Motor zur Verfügung. Ja, und auch ein Batteriemodul. Ich zeige euch das mal. Allerdings, ihr müsst das Batteriemodul nicht verbauen. Hier ist euer Schälchen. Da seht ihr das dann auch schon. Da sind eure Ingredienzien. Ne? Colin. Ich habe eine Frage. Mhm. Dürfen wir das Internet benutzen? Nein, du darfst hier gar keine elektronischen Geräte benutzen. Sonst aber darfst du gerne nach Hause fahren. Übersetzungsmotor. Was ist denn ein Übersetzungsmotor? Ich möchte jetzt bitte, dass ihr aufhört, sowas zu fragen. Also, ich erkläre euch das jetzt. In diesen Boxen ist alles, was ihr braucht. Ihr müsst nicht alles verbauen. Ihr könnt Freischnauze bauen, was eure Fantasie und eure Fähigkeiten vor allen Dingen euch für Möglichkeiten geben. Das dürft ihr hier auch bauen. Und ganz wichtig ist, dass es am Ende auch ein kleines Wettrennen gibt. Ne? Und das schnellere Auto, das gewinnt. Tja, so ist das hier bei Steinmatch. Nochmal, das hier ist das Akkupack, die Batterie. Die müsst ihr nicht verbauen. Allerdings müsst ihr natürlich den Stecker reinstecken. Ihr könnt das aber auch gerne dann so nebenbei festhalten, ja? Ihr dürft es natürlich auch verbauen, wenn ihr wollt. Aber nachher beim Wettrennen ist klar, da müsst ihr dann auch hinterher dackeln, ne? Ganz kurz, ich hab kein Wort verschnieben. Ich auch nicht. Ohne wir schieben das nicht an. Also das Auto wird nicht angeschoben, sondern das muss von alleine fahren. Also ich erkläre Geschwindigkeit das oder Distanz? Das hier ist eine sogenannte Batterie. Ja, und Batterie. Die ermöglicht, dass es eine Bewegung gibt. Und ein Übersetzungsantrieb bedeutet ja zum Beispiel, dass sich eine Drehbewegung wird übersetzt, zum Beispiel von dieser Bewegung in diese Bewegung. Und da könnt ihr dann das Reifen verbauen. Daraus ergibt sich eine Drehbewegung. Und schwuppsdiwupps hat man einen fahrbaren Untersatz hergestellt. Muss schnell sein oder weit kommen? Aber wenn wir den Motor nicht verbauen, dann kann es doch nicht fahren. Doch, mein lieber Etienne, ich habe ja gerade bereits, ich erkläre es noch einmal für dich. Du kannst hier dieses Ding die da hier verbauen und dann kannst du das auch tragen. Ne?
Du kannst das Gerät auch in der Hand halten. Also hinter dem Auto. Du musst nicht das schwere Batterieding in dein Auto bauen. Das wollte ich dir lediglich sagen. Okay. So, jetzt bitte hört auf zu bauen und zu schlawenzeln. So. Und du hörst jetzt auf. So, auf mein Kommando. Ihr habt insgesamt 15 Minuten Zeit. Danach gibt es ein schmuckes kleines Wettrennen. Auf mein Kommando. Stein, Stein, Stein. Okay, wir gucken uns erstmal den Inhalt. Lärme auf. Das muss echt so krass. Passt du drauf? Jetzt, ja. Jetzt machen wir das erstmal. So. Wir haben nur zwei Räder. Das kennen nämlich der. Genau, das sind zwei. Ja, das ist schon mal das ist nur ein Heck, der Hinterantrieb. Immer geschummelt. Guck mal, das ist der. Warte. Erstmal den Motor ran. Lass mich erstmal gucken. Halt dann die beiden an. Okay, das dreht sich. Wir brauchen halt irgendwie Sinn mit sich. Wie macht er, wir vorwärts, rückwärts, stopp. Okay, brauchen wir. Okay, alles brauchen vorne, der Motor braucht ja keinen Motor. Nur mal, das muss man irgendwie. Oder Moment, wir haben auch die hier. Okay, das würde schon gehen. Das muss halt irgendwie. Aber dann geht halt nur eins. Wie geht's denn aus? Das ist das hier. Okay. Hier hinten dran ist ein Ding. Wir müssen aus einem vier. Also, wir brauchen ein Chassis. Wie sagt man das? Chassis. Wir brauchen halt größere. Chassis. Ich habe seit Jahren nicht mehr mit diesen Dingern gesagt. Ja, alles gut, das kriegen wir hin. Jemand, der das Chassis baut und wir brauchen jemanden. So, Moment, ich sortiere mal hier kurz. Genau, wir brauchen und vorne die Reifen. Das sind diese Übersetzung. So, ein Zahnrad dran. Wir haben hier auch nochmal vier Räder. Müssen wir die großen benutzen? Eine Minute. Das ist optional. Ist schon vorbei. Genau das kleine ist doch viel. Ja, und hier sind die Team Beardlias. Das ist schon mal nicht so schlecht. Sieht so ein bisschen aus. Schnell sein. Das heißt, die Anfangsszene von Odyssee im Weltall. Das ist die entscheidende. Also, das so die, aber haarige, es gibt ja dumme Affenbande. Winkel. Ist länger. Den Stock für sich entdeckt, als wäre ein Werkzeug. Weißt du, wir müssen mal gucken, Keulenwerkzeug. Ähnlich grobfingrig und primitiv durchaus. Sind hier so diese Anfänge. Was passt aber das wird sich gleich im Laufe der nächsten 13 Minuten und 33 Sekunden natürlich noch entwickeln. Ja, wer vielleicht auch die letzten Ausgaben unseres Steinmatches gesehen hat, der wird natürlich wissen. Das ist der Gedanke eines Übersetzungsmotors. Das ist jetzt schon ein bisschen knackiger. Also, das fixieren. Damit sind wir schon mal richtig hier mit Motor und Bewegung und Energie. Das hatten wir der Form noch nicht. Das ist neu. Und da müssen die Kids jetzt hier sich auch erstmal drauf einstellen. Also, hier sehen wir hier Etienne und Colin. Ja, warte. Ganz interessant, ne, auf das Kommunikationsverhalten der kleinen Balgen hier so ein bisschen zu beobachten. Ja, man muss sich natürlich erstmal auf einen gemeinsamen Plan einigen. Ne? Was will man denn eigentlich bauen? Innen fixiert schon keinen Bock. Ja, baut man da jetzt richtig Bock gerade. Ein Auto mit vier Rädern oder vielleicht ein Trike mit zwei Rädern oder ein Motorrad mit zwei. Ach nee, guck mal, die kleinen Reifen. Welche Reifengröße nimmt man? Nimmt man hier die kleinen oder nimmt man die großen? Oh shit! Und die erste Herausforderung ist natürlich, sich da auf ein Design zu einigen. Und viele Gruppen scheitern schon an dieser ersten Probe. Und dann im zweiten Schritt muss man natürlich dann auch diesen Plan in die Wirklichkeit umsetzen und daraus ein Gefährt bauen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass dieses Gefährt am Ende auch sehr schnell ist. Denn es tritt ja im direkten Wettkampf mit dem Gefährt des Feindes an. Ich mache es erstmal Stoppmanschetten. Ja, hier sieht man schon. Nein, lass mich doch mal. Ja, aber Colin, es geht doch jetzt nicht darum, wer. Ich baue doch jetzt hier. Ich baue dir doch schon die Achse vor. So, erste Streitereien. Ja, das ist natürlich auch für uns interessant, immer zu sehen, wo sich jetzt der Alpha ist die Übersetzung, durchsetzt. Ne? Das ist für uns auch, wir geben diese Bilder auch mal weiter ans Max-Planck-Institut für Alpha-Forschung. Und da scheint mir jetzt so ein bisschen doch Etienne zu versuchen, der Silberrundrücken zu werden und den etwas schwächere Männchen Colin hier zu dominieren. Ob Colin die Alpha-Position so einfach aufgibt oder ob er sich versucht, doch noch an die Spitze zu setzen. Das wird interessant sein zu sehen in den nächsten Minuten hier. Ja, aber das ist das Hauptproblem, wir müssen die Übersetzung reinkriegen. Wir müssen das da rein. So. Und das gleiche brauchen wir jetzt auch nochmal für hinten. Na, da haben sie also. Das machen wir erstmal. Zack. Wie spät haben wir es denn? Okay. Ja, noch 11 Minuten. Es ist 21:09 Uhr, Colin. Dankeschön für die Information, lieber Sebastian. Bitteschön, aber jetzt bitte weiter bauen, nicht weiter fragen. Keine Sorge, es war kein Ableckungsmanöver. Mein ich antworte jetzt nicht mehr. Gut. Und jetzt. Ich habe immer noch das Problem. Ja, hier sind wir brauchen diese Orangen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese beiden Männchen kooperativer miteinander sind. Sie sind weniger daran interessiert, auszufechten, wer hier der Anführer im Team ist, sondern sie arbeiten von vornherein gut miteinander. Und sie haben hier tatsächlich schon einen Drehmoment erschaffen. Das heißt, mit der Energie
des Akkus haben sie die Reifen schon in eine Bewegung versetzt. Und das ist tatsächlich bemerkenswert. Nach nicht einmal 5 Minuten. Die beiden sind auf einem guten Weg. Die haben mir schon Ergebnisse erzählt. Und man sieht auch, hier wird gar nicht viel geredet. Die beiden verstehen sich quasi nonverbal. Man könnte auch sagen, Wirt baut und Elias schaut einfach nur zu. Da sind die Rollen auch verteilt. Wie in der Schule, in der Gruppenarbeit. Der eine macht die Arbeit und alle anderen gucken nur dumm zu. Tja. Ja, aber haben wir denn nicht sowas wie eine. Jetzt kommt dann noch so ein kleiner. Willst du dann eins? Am Start. Oh, das kann auch machen. Die haben gar keine Ahnung. So. Weiß ich nicht. Willst du das halt anpacken? Geht das? Zwecken sollen? Also theoretisch klar. Mach mal wieder aus. Ja. Oh, mach mal wieder aus. Ja, Panik. Das darf quasi die maximale. Das Problem ist, wir dürfen es auch. Das sieht aber schon ganz gut aus. So, ihr Lieben, noch 9,5 Minuten habt ihr Zeit. Ich gehe davon aus, dass sie das jetzt gehört haben. Ich kann nicht auf alle Rücksicht nehmen hier. Ich habe das jetzt einmal gesagt und dann ist auch okay. Und wer das nicht gehört hat, der ist da. Pass mal auf. Ja. Das Ding wird jetzt nichts. Aber vielleicht kannst du hier mit so Gerätschaften. Kannst du nicht hier? Will noch was ausprobieren? Die hier wegmachen? Muss erst. Das Problem ist, man muss es eigentlich weiter nach hinten verschieben bekommen. Ja, also hier hat man noch nicht mal einen Drehmoment erschaffen. Ja, sie versuchen jetzt hier so ein bisschen die Bewegung zu übersetzen. Ja, von der einen Drehrichtung in die andere, so wie man das früher ja auch in der guten alten Mühle gemacht hat. Ne, wenn man aber das haben wir doch schon getestet. Ja, ich will was ganz anderes testen. Eine Bewegung in die andere Bewegung übersetzte, um dann eben aus dieser Bewegung eine Malbewegung zu machen. Das ist jetzt dieser wissenschaftliche Durchbruch, den die beiden hier versuchen für sich zu erzielen. Und das ist nicht so leicht. Die Achsen sind natürlich relativ. Da ist Team Wirt-Lias natürlich deutlich. Oder sind die genauso? Warte mal. Nee, Alter, ist ja noch schlimmer. Über das Chassis. Ja, brauchen wir auch nicht. Unterhalten. Das weißt du doch nicht. Es wird viel diskutiert. Alter, nice. Pass auf. Müssen wir nur gucken. Bin ich gespannt. Ja, man hört natürlich jetzt hier schon, ja, Colin, ganz genau, da drüben wird sich schon gedreht. Colin! Nee, nicht gucken. Nee, ich hab nicht geguckt. Da muss ich dich einmal ermahnen. Mein Blick schweifte nach links. Ich hätte das jetzt für die 2-3 Sekunden hätte ich mal eben weggeguckt in meiner Güte. Aber wenn dann doch so offensiv gelunzt wird, muss ich einmal dazwischen gehen. Tja. Die Frage ist natürlich auch immer, wann setzt die Panik ein. Wann ist der Moment, aufstehen und ausprobieren? An dem man erkennt, ihr dürft das natürlich hier auf dem Tisch ausprobieren. Können wir das auch auf dem Boden aufstehen ist selbstverständlich verboten. Shit, Alter, wir sind aber auf dem Tisch darfst du das sehr gerne ausprobieren. Okay. So, mit diesen schwarzen. Dann machst du zur Abwechslung mal irgendwas in diesem Team, Elias. Yes. So. Ach man, schön durch. Ja, ich meine, die beiden haben jetzt hier diesen ehrgeizigen Plan, den Akku auf dem Fahrzeug zu verbauen. Obwohl ich ja klar und deutlich gesagt habe, das ist keine Pflicht. Ja. Aber da sieht man schon, die kleinen Streber wollen das hier ganz genau machen. Und das finde ich eigentlich sogar richtig gut. Ja, und guck mal hier, vielleicht können wir mal zu Colin und Etienne schalten, denn da ist tatsächlich Verzweiflung. Wie könnte die Kraft hiervon? Guck mal, sie sind immer noch daran, mit einem Zahnrad zu Gange, wie sie überhaupt einen Drehmoment richtig hinbekommen. Das ist jetzt die entscheidende Frage, ob wir Physik, erste Klasse. Lass uns mal gucken, wie kriegen wir den Motor eigentlich? Das ist auch lange her. Deswegen, ich bin nicht zufrieden mit diesem Kurz. Das ist wenig. Das ist Colin ist unzufrieden. Das ist doch das kleinste Problem, Colin. Das ist das größte, weil wir auf dem kleinen Platz du hast doch gar keine Ahnung, wie der Übersetzungsmotor aussehen soll. Jetzt bau du mal den Übersetzungsmotor. Ich weiß nicht wie. Ja. Das sage ich doch gerade. Es ist scheißegal, ob es breit ist oder eng ist. In der Vergangenheit haben wir immer wieder gesehen, dass die Teams, die nach 2/3 der Zeit anfangen, sich nochmal über grundsätzliche Designfragen zu streiten, dass diese Teams in aller Regel einfach ein bisschen verlieren. Und zwar deutlich. Wie viel Zeit haben und wir? Auch sehr schlecht sind.
Wir haben noch 6 Minuten. Ich gebe auf. Dann würde ich jetzt mal in Ruhe. Ja. Also das ist für diese beiden älteren weißen Herren offensichtlich eine Aufgabe, die vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll ist. Diese beiden jungen Kerle hier sind frisch und voller Tatendrang und Ideenreichtum, Fantasie, Ingenieursgabe, Kommunikationsfähigkeit. Da kommt der Frankfurter Hänger aus dir raus. Gruppenkompetenz. Und sie haben eine Menge Spaß. Ist das gleich lang? Es muss auch ein bisschen symmetrisch sein. Auch wenn sich mir das jetzt nicht erschließt, das ist natürlich in der Mitte ganz anfällig, diese Konstruktion. Schon aus diversen Formaten. Ja, da wird sich mal gleich. Team. Ja, sehr gut. Blockbuster. Wollen wir zu Recht aufgreifen. Achso, ja, gut, dann mach's raus. Oft wird da natürlich der Ärger über die eigene Inkompetenz auf das erfolgreichere Team projiziert. Das kennen wir von den beiden Kontrahenten. Das eine ist das Versagen, das andere ist das Eingeständnis des eigenen Versagens, was teilweise ungleich schwieriger ist, zu verarbeiten. Wenn du es hier einfach schaffst. Ja. Das sieht nicht gut aus. Was passiert denn, wenn man sowas hier, in der Mitte irgendwie... Jetzt versucht Etienne nochmal ein Riesenrad zu bauen. Genau. Vielleicht ist das auch eine Idee, einfach mal also ein Einrad zu bauen. Die Chance auf Craziness, weil was Etienne ist ja auch Star Wars-Fan. Gib doch mal die... Was wird das denn jetzt? Das ist doch kein Mondfahrzeug, sag mal. Es geht doch schon das Lego gegenseitig aus der Hand. Es geht darum, überhaupt eine Übersetzung hinzukriegen. Ja, genau, irgendwelche... Ah, hier werden sogar an zwei unterschiedlichen Designs gearbeitet, guck mal. Das ist doch mal wirkliche Gruppenkompetenz. Einfach jeder macht sein eigenes Ding. Zwischendurch wird sich noch um Bauteile gestritten. Und am Ende stellt sich raus, es gibt hier nur eine Batterie. Wer kommt solchen Sachen hier? So. Das ist natürlich auch für unsere Wissenschaftler interessant, die hier hinter der verspiegelten Glasscheibe sitzen und sich eifrig Notizen machen. Nee, das sind die nicht. Ja, nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank an das Max. Planck-Institut für Alpha-Forschung, dass sie uns hier diese Sendung sponsoren und auch mich bezahlen. Ja? Okay. Noch 3,5 Minuten. Okay, 3,5 Minuten. Kein Grund zu schreien. Nun. Moment, so, jetzt komm mal her. Zu wenig? Wo ist denn die blaue? Ach, du hast mir die guten Stangen. Ja, die Frage ist, ob hier das Team Blockbuster überhaupt ein fahrfähiges... Das muss doch Vehikel gebaut bekommt. Mach du es, mach's! Es sieht ehrlich gesagt danach aus, dass sie einfach alles schlimmer machen. Wenn sie die Box einfach unangetastet als Ergebnis präsentiert hätten, wäre das vermutlich deutlich besser gewesen qualitativ. Aber so, tja. Ist das echt nur für Stangen? Oder? Und währenddessen bauen die beiden jungen Streiter aus dem Team Pietvias fleißig weiter an ihrem Supergefährt. Ja, sicher. Das ist ja bauen wir jetzt tatsächlich auch ein Aufhängesystem für die Batterie. Das müssen wir doch einfach nur. Und es fährt. Wie kriegt man das? Das ist die entscheidende. Okay. Ja, noch 2,5 Minuten. Hier, sowas zum Beispiel. Mit so Grießknopf. Ja, und beim Team Christian und Colin ist man wieder in Phase 1, nämlich Diskussion über das Design. Tja. Ich raff es nicht! Das ist korrekt, Etienne, das haben wir bereits bemerkt. So, es wird bitte nicht aufgestanden, es wird bitte auf den Plätzen sitzen geblieben. Das ist zum Kotzen mit euch. Wie kriegst du denn diesen Bastard von einem Motor überhaupt mehr jetzt? Ja, ich will nur gucken, in welche Richtung. Du musst den, wo denn kommen denn die anderen Gegenstücke hin? Ja, den musst du halt so hier rein. Ja, genau. Den musst du wahrscheinlich so. So. Ach, jetzt plötzlich hast du aber ganz schön eine Befähigung hier erreicht. Wieso denn kommst du hier? Ja, das sieht toll aus, Etienne. Also, ich glaube, du bist in einer ganz heißen Sache auf der Spur. Das ist doch filmschig, das ist doch nicht stramm. Ja, hier sieht man einfach geht das durch. Guck mal, die unfassbare Inkompetenz mit unglaublicher Grobfingerigkeit kombiniert werden. Das würdest du dann fixieren. Und das Ergebnis ist das Team. Guck mal, ob wir damit jetzt noch irgendwie was hinkriegen können. Elias, Verhöhnung ist aber nicht Teil dieser Sendung. Hat er uns verhöhnt gerade? Nein, Colin, bitte bau weiter. Okay, ich wollte nicht Zeit schinden und im Leute, jetzt möchte ich bitte, dass ihr baut. Zeit läuft. So.
Ja, da muss man das immer wieder eingreifen auch, ne? Gut gemacht. Es ist zu eng. Wenn dann zu Hause noch eine Minute nicht die nötige Erziehungsarbeit geleistet wurde, dann muss jemand wie ich hier. So, irgendwie da hier einschreiten. Das ist eigentlich nicht Teil meines Jobs, aber ich mache ihn gerne. Denn mir ist das wichtig, dass aus diesen jungen Leuten nicht, dass das Ding von den wertvolle Mitglieder wir geben auf. Unserer Gesellschaft heranwachsen. Etienne, Aufgabe ist keine Option. Es mag ja sein, dass du zu Hause aufgeben darfst, aber hier ist das nicht so. Und jetzt baut bitte weiter, so gut ihr könnt. Das ist ein schöner kleiner Roboter-Contest. Ja. Noch 30 Sekunden. Die Aufgabenstellung war aber auch nicht präzise gestellt. Oh, ja, ich habe jetzt endgültig die Phase 5 erreicht. Nämlich Lamentieren und Schuldzuweisung. Was und damit haben wir eigentlich das gleiche Ergebnis wie immer, wenn gewisse Kandidaten an diesem Spiel teilnehmen. Das völlige Desaster. Wenn das mein Bruder sieht, der ist wirklich, der ist ein König des Ingenieurtums. Ja. Der wird sich schämen. Und meine fünf, Familie noch gleich vier, drei, drei, zwei, hast du Geschwister? Eins. Ja. So, ihr Lieben, bitte nehmt die Hände von den Bauteilen. Ihr habt das ganz, ganz toll gemacht. An beide Gruppen wirklich ein großes Lob. Wir haben euch sehr gerne zugeschaut bei dieser unglaublich feinfingerigen Arbeit, die ihr abgeliefert habt. Und wir wollen natürlich auch alle wissen, ja, wer hat denn das schnellere Auto gebaut? Wessen Vehikel ist hier schneller unterwegs? Und wir werden das herausfinden. Wir haben ein kleines Wettrennen vorbereitet und das werden wir jetzt austragen, um zu sehen, wer die erste Runde gewinnt. Und das Ganze seht ihr nach einem einzigen Spot. Oh, guck dir das, wie dumm. Go ahead and keep it poppin' to the babies, mamas, and the homies chappin'. There's more out here for us. I am not knocking. Lack of sleep, my insomnia. Unsere Hausband Brick Astley jetzt mit einem neuen Album, eine neue Scheibe. Sie heißt Die beste Musik, die es überhaupt nur geben kann. Ab jetzt im Handel erhältlich. Und wir kommen nun zu unserem angekündigten Wettrennen. Jetzt dürft ihr noch ganz schnell euren Flitzern einen Namen geben. Wie soll euer Auto heißen? Das ist die rote Rakete. Die rote Rakete. Und euer heißt das große Desaster? Na, El Bronco. Aber El Bronco. Okay, das ist ein toller Name. Dann kommt mal mit, ihr Lieben. Einen von euch beiden brauche ich jeweils. Wer traut sich das zu? Ja? Wir hatten keine Zeit für Testfahrten. Das ist völlig in Ordnung. Dabei. So, die rote Rakete und Bronco bitte einmal natürlich mit den Reifen hinter die Ziellinie. Ich weiß, vor die Ziellinie, ich weiß nicht genau, wie oft ihr schon Wettrennen gesehen habt. Also, der fährt ja schon. Ja, ist doch der. Auf mein Kommando. Stein, Stein, Stein. Oh ja, mhm. Und die rote Rakete macht ihrem Namen alle Ehre. Jawohl! Yeah. Ist das nicht fantastisch? Ganz, ganz toll. Die rote Rakete! Und die, das ist toll, hast du schön gesagt. Die rote Rakete ist das Siegerauto. Jetzt ganz kurz einmal, Etienne, könntest du noch kurz Platz nehmen? Du darfst hinterher aufräumen, wenn die Sendung vorbei ist. Setz dich bitte hin. Was ist denn bei euch schiefgelaufen? Wo war das Problem? Die Übersetzung. Ja. Man muss es ehrlich sagen, wir hatten in der Theorie, alles war schon genau ausgetüftelt. Also ehrlich gesagt war das Problem, dass wir nicht wissen. Doch.
Jetzt wissen wir es, weil wir es bei euch gesehen haben, aber wir wussten nicht. Aber hatte ich euch das nicht am Anfang auch so ein bisschen gezeigt? Hast du. Du hast eigentlich alles, was nötig ist, um erfolgreich hier vom Feld zu ziehen, hattest du uns präzise. Wir waren geistig. Das ist das Problem. Kennst du das? Du machst Abitur, dann weißt du nicht mehr, wie die Aufgaben für die vierte Klasse sind. Und das war so ein bisschen unsere Kurs. Ihr seid also zu klug für diese Show. Ja, wir waren einfach zu komplex gedacht. Ja. Und damit teilt ihr auch den Eindruck der Zuschauer, denn die haben auch mehrheitlich gesagt, dass ihr einfach zu klug seid für diese Show. Und der erste Punkt, der geht trotz eurer überragenden Intelligenz an die beiden weniger privilegierten Jungs hier aus Frankfurt. Damit steht es 1:0 für Team Wirtlias. Herzlichen Glückwunsch, den habt ihr euch wirklich redlich verdient. Aber hey, die Zeit für Niedergeschlagenheit ist bald vorbei, denn zumindest Geschlagenheit wird es in der nächsten Runde geben. In Runde 2. Ist Licht auf, hey, das schaffst du. Ich bin doch gerade dabei, vorzulesen, was. Ich will ihn doch nur motivieren. Ich möchte bitte, dass du jetzt ruhig bist. So ganz schön ablenkend immer, ne? Also so fühle ich mich. Sagst du es bitte auch allen anderen? Bad Robot! Kann man das sehen? So, also mir entgleitet das hier langsam. Ich möchte, dass jetzt hier Schluss ist. Etienne, hör bitte auf mit den Albereien. Das kannst du bei dir, wo auch immer du herkommst. So, wir machen jetzt weiter mit Runde 2. Und da gibt es die Möglichkeit, 2 Punkte zu ergattern. Und wer weiß, vielleicht sieht danach das Punktetableau ganz anders aus. Zum Beispiel 3:0 oder was anderes. Folgende Aufgabe stellt sich euch jetzt. Baue ein Gebilde. Und jetzt kommt etwas, das euch erfreuen wird, welches anschließend zerstört wird. Für euch also nichts Neues. Das macht ihr ja sowieso nach jeder Runde. Wir machen das so. Ihr bekommt gleich einen schönen Karton voller Legosteine. Ihr dürft bauen, wie ihr wollt. Ihr habt dafür 12 Minuten Zeit. Nach 12 Minuten lasst ihr die Griffel von eurem Gebäude und dann stellen wir das hier rechts auf die Säule und ihr bekommt einen Baseballschläger und ihr dürft euer Gebäude mit einem Hieb zertrümmern. Müssen das wir auf Ganze. Diese Platten bauen? Ihr müsst nicht darauf bauen. Also keinen Plattenbau. Entschuldigung, ich habe den weggenommen, ja. Gut, also, das ist euch überlassen, wie ihr das macht. Könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, ihr habt einen Hieb mit der Baseballkeule. Und Leute, ganz ehrlich, wir haben versucht, ein Spiel zu finden, was euren Talenten am ehesten entspricht. Und wenn es nicht dieses Spiel ist in Runde 2, dann sage ich euch ehrlich, wissen wir auch nicht weiter. Okay? Einer von euch wird nachher der Schläger sein, 12 Minuten Zeit. Wir werden den Schlag in Zeitlupe dokumentieren und für euch, liebe Zuseher dieses fantastischen Formats Steinmatch, dann zum Vote stellen. Wer hat den besten Hieb ausgeführt? In der Zeitlupenwiederholung werdet ihr das Ganze euch dann anschauen können und dann dürft ihr wählen. Mensch, wer hat hier besser abgeliefert? Seid ihr soweit? Habt ihr noch Fragen? Nein. Okay, dann geht es jetzt los. 12 Minuten. Ja, ganz kurz. Welche Boxen? Ihr bekommt diese beiden Boxen, die könnt ihr euch gleich selber holen. Ich bin ja nicht euer Holer. Okay? Dürfen wir den Motor auch verbauen? Nein, denn der soll ja heil bleiben. Vielleicht packt ihr die Sachen einfach wieder zurück in die Box, Leute, ey. Habt ihr eigentlich irgendwas gelernt? Also die Sachen aus der Box werden nicht mehr benutzt. Nein, die sollst du doch nicht zertrümmern. Also manchmal frage ich mich, was hab ich hier. Wer macht denn die Akquise? Du warst deiner Zeit voraus. Das ist die rote Rakete. Das ist die rote Rakete. So, ihr baut das jetzt hier schnell bitte alles da rein, so blapp. Auf mein Kommando. Das ist aber schon ganz schön kompliziert heute, ne? Das Aufräumen zählt jetzt noch in eure Zeit rein. Das ist nicht mein Problem. Stein! Box 2? Ja, also, Leute. Also, kurz rund. Also. Nee. Muss nach oben. 2? Das lieben die Zuschauer. Das ist mir dann gebaut. So. Auf den Boden hier, ne? Box noch, oder was? Nee, wir brauchen nur eine. Wie, wir brauchen nur eine? Wieso brauchen wir zwei? Achso, wir nehmen denn nicht? Alles klar, dann du fangst schon mal an, ich boxe. Oh, geil. Also. Ich muss nicht auf. Wie war das nochmal? Auf die Platte nicht, ne? Nein. Das habe ich über den guten Gag vergessen. Colin. Was sollen wir ein Fundament? Es muss einfach nur. Ich will es auf. Ich will es potenziell so klein machen. Das nicht ohne die Platte bauen. Das ist so noch ein Viereck. Was meinst du? Es muss innerhalb der Platte. Du musst das großen und dann musst du jetzt drauf. So, lieber Etienne, vielleicht könntest du die leere Box einmal vom Tisch entfernen, damit die Zuschauer auch sehen können, wie ihr baut. Vielen Dank, ganz toll. Endlich mal was richtig gemacht heute. Ah, okay, alles klar. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, denn jetzt geht es wirklich um Fantasie. Ja, weiß ich nicht, wie das da mit dem bestückt ist, aber ganz ehrlich, Dinge zerstören, wenn man das irgendwo lernen kann, dann ja selbstverständlich in
Frankfurt, wo Etienne herkommt. Denn da ist die Gewalt das Gesetz der Straße. Ja. Und auch da muss man sich natürlich ein bisschen abstimmen. Unter uns gesprochen, wie würdet ihr agieren? Wie würdet ihr jetzt ein Gebäude errichten, was möglichst spektakulär in Zeitlupe mit einem Baseballschläger in Stücke geprügelt wird? Ja, ist es vielleicht sinnvoll, sag ich mal, eine etwas luftigere Bauweise zu wählen, dass man nicht die Steine direkt aneinander angrenzen lässt, sondern einfach so ein paar Zwischenräume lässt, dass die Keule da auch wirklich durchnudeln kann. Ja, oder baut man ein ganz kompaktes Gebäude, weil wenn man es zu kompakt baut, besteht natürlich die Gefahr, dass das vielleicht an einer Sollbruchstelle knackt und dann einfach in zwei Teile zerbricht. Weil Lego, das wissen wir alle, ja, ein sehr hartes Baumaterial ist. Entdeckt übrigens Lego im Jahre 1672 durch den spanischen Weltreisenden Hans Meyer, der also als erster auf die antike Zivilisation der Azteken traf und dort eben die Pyramiden in dieser Brickbauweise vorfand. Und ja, innerhalb kürzester Zeit ist das dann eben nach Europa übergeschwappt und gilt bis heute eigentlich als die stabilste, verlässlichste Bauoption für große Wolkenkratzer oder auch unterirdische Grotten. Okay, jetzt okay. Hier geht was nicht auf. Ich muss ihn, das ist so unbequem, so zu sitzen. Guck. Die Rechnung geht doch nicht auf. Und wieso willst du? Nein, gib doch so. Ja, so ein Sängerin. Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis noch für unsere kleinen Baulümmel hier. Ihr habt natürlich alle gesehen, dass der Sockel eine begrenzte Fläche hat. Auf die muss eure Konstruktion natürlich passen. Ne? Das als kleiner Hinweis. Wenn sie dort nicht stehen kann, habt ihr die Runde selbstverständlich schon verloren. Doch, das können wir ja bei beiden. Da wird hier auf diesen subtilen Hinweis direkt reagiert. Doch, das ist ja so, würde es dran. Wenn wir schlagen, kennt das zum Rocken. Vielleicht könnte Colin noch einmal da die leere Box entfernen vom Tisch, damit die Zuschauer auch mal sehen können, was ihr da Schönes baut. Vielen Dank, lieber Colin. So. Und innen. Ja. Warum baust du da jetzt so eine Barrikade, Elias? Möchtest du nicht, dass die Zuschauer euch zuschauen können beim Bauen? Ja, mach ruhig alles unordentlich. Und ihr ja nachher weg. Und da zeigt sich wieder der Ideenreichtum dieses Teams. Das Problem ist, das andere Team wird das kopieren, wenn sie jetzt auf die Idee kommen, einmal nach links zu schauen oder in der Falle von Etienne geradeaus. Weil das ist eine tolle Idee. Sie haben einfach. Komm, bau einfach! Die ganzen losen Teile in das Konstrukt einfließen lassen. Einmal dass die natürlich alle weggefetzt werden. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Wirklich, wirklich wahr. Ganz, ganz toll. Und ich hätte ja gedacht, dass in der Kategorie blinde Zerstörung niemand Etienne und Colin was vormachen kann. Aber es scheint mir, dass selbst in dieser Kategorie, die sie mit der Muttermilch aufgesaugt und eingeprügelt bekommen haben, dass selbst hier in ihrer geistigen Heimat wird und Elias ihnen mehr als eine Millennium Falcon Breite voraus sind. Gucken Sie mir, auch hier wird wieder diskutiert. Da baut jeder für sich. Man einigt sich nicht auf ein Design. Tja, da fehlt es tatsächlich viel. Aber hey, wie sagte schon der große Philosoph Uli Stein, erst wenn die letzte Zeitlupe durch die Iris des Betrachters geflogen ist, entscheidet der Zuschauer, wer gewonnen hat. Und so ist es auch hier und heute. Das mag jetzt alles funkelig und dumm und planlos aussehen. Aber wenn der Hieb diese Konstruktion so präzise trifft, dass er in einem
schwallartigen Aufguss in die Kameralinse in so einem Yoga fließt, so wie der Nils, dann wird vielleicht der Zuschauer sagen, weißt du, was dein Problem ist? Das ist mir auch bei dieses Blasphemous. Team bekommt meine Stimme. Mein Problem bei Blasphemous. Meine zwei Punkte bekommt dieses Team. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Weil du einfach immer in deinen Labermodus kommst, Mann. Ja, wie eine alte Kräuterhexe, der Colin. Da, oh, ist dein Foyer im Baum gerade umgeknickt? Ja, ein Foyerbaum. Sag mal, sind wir ein Team oder nicht? Schauen Sie sich doch mal an, liebe Zuschauer. Was für ein kleines, krunkeliges, schrumpeliges Gebäude, die da bauen. Die sind so langsam. Man könnte meinen, die existieren in irgendeiner anderen Zeitdimension. Das kann doch nicht sein, dass vier Hände so langsam bauen. Von mir. Die müssen noch Steine verbauen. Sie haben nicht recht. Damit das einen Effekt ergibt. Das muss man doch verstehen. Das ist doch voll mickrig. Was die da machen. Wenn wir drücken, müssen wir ein bisschen beide gucken. Vergleich das mal mit den anderen. Okay, ich baue jetzt hier erstmal auf. Die sind so viel zu klüger. Was ist? Wir haben zu sehr in die Breite. Tja, aber auch das, da muss ich ehrlich sagen, weniger labern, mehr bauen. Was? Wieso hören die denn jetzt auf zu bauen? Die müssen das doch einfach richtig hochmachen. Wenn wir sagen, so, es ist fein. Und dann voll und dann voll, so flach wie die bauen, da kannst du doch gar nicht einen richtigen Hieb ansetzen. Da fragt man sich schon, also, was machen die denn da jetzt? Was machen die denn da? Noch 4 Minuten und 22 Sekunden. Gucken, wir haben da gar nichts zu gucken, Eddie. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Teams das so richtig verstanden haben, was hier gleich passiert. Ja, ich erkläre euch das nochmal. Sie stellen gleich ihre Konstruktion auf diesen Sockel und prügeln einmal mit einer Baseballkeule drauf. Und dann muss das richtig geil in Zeitlupe aussehen. Und das kann nur richtig geil aussehen, wenn da auch eine Menge von diesen Steinen durch die Luft fliegen. Aber dafür muss man die Steine natürlich auch verbauen. Das ist doch gar nicht so schwierig zu verstehen. Tja. Ich baue noch so ein paar Außenanleger, ne? Das weiß man nicht, ne? Und die machen sich hier wirklich Gedanken. Der Colin hat gerade original gesagt, er baut noch einen Außenanleger. Er baut sich da wirklich einen Balkon. Die richtigen Teile, ne? Als wenn er da sein persönliches Gebel-Traumhäuschen errichten würde, wo er sich mal richtig austoben kann. Ein Foyerbaum und ein Balkon. Das ist natürlich das Wichtigste. Vielleicht noch einen Wintergarten und einen Kamin. Und dann sind alle glücklich. Das ist so ein bisschen wie so eine Ratte auf LSD, die irgendwie so ein Hindernisparcours abläuft. Oder? Das sind sensible Teile. So, pass mal. Guck mal, wie langsam der das da jetzt versucht, das eine Teil gegen die Noppenlogik anzubringen. Stülpt, ja, ne? Was war denn das gerade eigentlich für ein Plan, das Ding da so raufzulegen? Bauen die da noch was ab? Machen wir hier erstmal den. Ich möchte mich wirklich entschuldigen, das war nicht der Plan. Der Plan war, dass das mal, richtig geil ist. Setz noch nicht auf, ich habe noch was Geileres hier. Wie, du hast was Geileres? Das ist zu massiv, das ist zu massiv. Ja, was macht das denn da? Pass mal auf. Oder ist das eine unterschiedliche Höhe? Also, es tut mir wirklich leid. Das ist zu massiv, Colin. Doch. Okay. Es verbindet sich doch alles miteinander. Ah, okay, das ist scheiße. Was ist das denn hier eigentlich? Und die anderen beiden sind auch echt nicht vorangekommen. Noch 2 Minuten. Das hast du wieder du hast mir den Anbau bekommen. Was bringt denn darum? Bau doch es einfach höher. Bau doch einfach einen fucking. Den kriegen wir überall hin jetzt. Komm, da gibst du mir doch recht. Den wir doch überall hin. Und dann krabbelst du in der Mitte einmal voll dagegen mit der Keule. Pass mal. Machen hier drunter gleich noch eine Stütze. Ihr habt doch nur einen Hieb. Das ist auch schwierig. Das funktioniert nicht. Die schreddern das komplette Ding. Das wird so nicht klappen. So, pass auf. Ich befürchte, wir haben das völlig überschätzt. Muss eine Stützplatte, wie wenig klug die sind. Die wird uns den Arsch retten hier, pass mal auf.
Nicht zu sehr. So, guck mal. Es muss verbinde das doch. Verbinde es doch ein Challenge. Ja, Hauptsache, da ist noch ein Fenster drin. Und ja. Dann wird's doch das noch. Das Auge fliegt ja mit. Du willst mich, das ist oh, stabil. So, vielleicht mal teaminterne Differenz. Hör mir doch einmal zu. Hör dir doch zu. Nein. Und entscheide, was du machen willst. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Sag, 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 zuzuhören, Alter. Das ist noch eine Minute. Sag, wenn du dagegen haust, dann fliegt das Ding als Ganzes ab. Raffst du das? Ja, aber du hast doch jetzt. Du willst das Einzelteile ab. Darf ich jetzt was dazu sagen? Du hast jetzt hier die Möglichkeit, überall Einzelteile anzusetzen. Wenn du hier nur in die Höhe baust, fällt es um. Okay. Ja! Das ist, jetzt hast du ganz viele Anknüpfungspunkte, wie ich euch das gleich schön reden soll. Ich meine, ihr wisst ja, ich versuche immer den Teilnehmern ein gutes Gefühl zu geben und ihr Selbstbewusstsein aufzupumpen. Jetzt müssen wir ein bisschen aber in die Höhe kommen. Wie viel? Ja, dann bekommen wir noch eine metaphorisches Anabolika. Muss ich denen eintrichtern, um ihr Selbstbewusstsein in irgendeiner Form über Erbsengröße anwachsen zu lassen? Das stimmt. Das ist doch auch für jemanden wie mich, der nachweislich sehr gut ist in seinem Job, eine unfassbare Mammutaufgabe. 10 Sekunden. Okay, komm. 9. Hau die Scheiße 8. Rein. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Griffe weg! Okay. Griffe weg! Griffe weg! Ah, Etienne! Na! Das gibt's doch überhaupt nicht! Wenn du da noch einmal, wenn du noch einmal einen Stein nach mir schmeißt, mein Freund! Das war einer! Du bist hier, weil ich deiner Mutter einen Gefallen tun wollte! Zeig dich nicht an! Die haben auch noch Sachen da reingebracht. Nicht die hey. Da, die da. Bleib mal schön an deiner Seite des Tisches. Ja! Wenn er von der Brücke springt, springst du hinterher, oder ja. was? Ja, um ihn zu retten. Oh! Das ist das einzig Vernünftige, was du heute Abend gesagt so hast. Das Beste, was in seinem ganzen Leben gemacht hat. Bitte seid jetzt ruhig und mach das nicht noch schlimmer. Also. Oh Gott, wenn man die Sachen sich anguckt. Folgendes passiert gleich, ihr Lieben. Seid gespannt. Diese Konstruktion, wie heißt sie? Das ist. Toll. Und eure? Das Puppenkabinett. Ja, diese beiden und das Puppenkabinett, die werden gleich mit einer Baseballkeule. Hey, darf ich doch sagen, lass die Griffel da weg. Ich meine das jetzt mal ernst. Du schreist aber auch sofort nach der Mutter, ne? Anstatt dass wir untereinander. Hey! Mit dieser Baseballkeule aus Ebenholz, Stahl. Gold, wird gleich diese Konstruktion richtig derbe zertrümmert. Ihr bekommt eine Zeitlupen-Wiederholung dieser Aktion und dann entscheidet ihr über einen Vote auf rocketbeans.tv, wer hier super den. Sag mal, könnt ihr bitte aufhören, euch zu halten, während ich moderiere? Das ist für mich auch Arbeit. Okay? Ja, wir reden immer rein. So, und wir machen jetzt eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Dann werde ich den Schläger mal ein bisschen. Wir machen keine Werbeunterbrechung. Wir gucken uns jetzt, tatsächlich, das war nur ein Scherz von mir, um euch ein bisschen in Erregung zu versetzen. Wir gucken uns jetzt die Zeitlupe an. In Ruhe, in Verlangsamung und ihr entscheidet dann, wer hat gewonnen. So, erstmal schlagen wir. Ihr schlagt zuerst, weil ihr hinten liegt. Das macht Sinn, ne? Das ist ganz, ganz vorsichtig. Ja. Wir nehmen die ganze Platte. Wir wollten natürlich nicht mit so einer Vorbauplatte anfangen. So. Ne? Wer schlägt denn bei euch? Du schlägst, das habe ich mir beinahe gedacht, ehrlich gesagt. Oh, genau, dreh die schöne Seite in die Kamera. Es gibt seine schöne Seite? So, jetzt wartest du bitte aufs Kommando. Alle gehen aus Sicherheitsgründen hier ein bisschen weg. Du wartest bitte. So, ich gehe auch ganz weit weg. Ich habe keinen Bock hier, dass ich mein schönes Gesicht von irgendwie von euch jetzt hier so. Der Jörg, das ist unser Zeitlupenkameramann mit Zeitlupenkameraausbildung. Der gibt euch gleich ein Kommando. Was? Ihr schlagt bitte unmittelbar, nachdem ihr das Kommando erhaltet. Okay. Der hat 8 Wochen Baseball gespielt. 6 Wochen? 6 Monate. 6 Monate. Ja. Auf der Bank. Das wird ein geiler Swing jetzt. Bitte hau nicht das Holzding um. So. Okay, warte. Ist das sicher, dass wir mit den zwei Dingen? Ja. Ein bisschen nach oben so, ne? Dass das schön splintert. Und jetzt. Holy hell! Das war geil. Ja, nochmal. Eddie. Nein, also, nicht nochmal. Also das war ja schon mal, sage ich mal. Das war Sahne. Beeindruckend. Shit. Schon, oder? Insbesondere dann, wenn man nämlich ein bisschen das als krass geil. Bemessungsgrundlage heranziehen möchte, was hier bisher schon passiert ist und von euch geleistet wurde. Ganz toll, Etienne. Ich möchte dich bitten, einmal rumzugehen um den Tisch, um dich in Sicherheit zu bringen, denn wir wollen hier nicht, dass unsere Spieler das war ein guter verletzt Schlag werden. Und das Konzept ist voll aufgegangen. So, bitteschön.
Jetzt wird hier einmal gewechselt. Ja. Auch wie so ein Strauch. Lauf mit ruhig vor dem Moderator. Ich habe eine Frage. Es galt ja zu bauen und nicht einfach nur Sachen drauf. Das ist ja nicht gebaut. Das ist gebaut. Ah, Phase 5. Reklamieren. Was? Ja, aber ich meine, sorry, wenn das, also wenn es darum gegangen wäre, die Berliner Mauer da hätte ich auch einfach den Kasten hier raufstellen können mit dem Ding. Und dann naja, du hättest den Kasten nicht raufstellen dürfen, denn der Kasten ist ja nicht aus Lego. Das ist eine auslernen können und eine Plastikschale, die ist selbstverständlich ja, wir wollen auch was machen, wo man gekauft worden, bevor würde, weißt du Plastik gerne. Nachgewiesen wurde, dass es für die Umwelt nicht gut ist. Was ist das so, denn? Dann eine ganz kurze Frage an unseren Zeitlupenkameramann Jörg, ob sozusagen die Zeitlupenkamera einsatzbereit ist. So, warte, wir besprechen noch kurz. Wie soll ich das? Ich schon sehe, wie er den Baseballschläger hält. Ja. Was hat denn er? Die haben noch so einen Plan B. Ne? Warum steht Ilias da so? Ja, weil. In Lebensgefahr. Das ist einfach so deren Ding. So, dann bitte ich euch, einmal ruhig zu sein, damit die Kommandos hier auch verstanden werden können. Ja. Das toll. War erlaubt, das Ding umzuschlagen? Reklamieren. Phase 5. Komm noch mal in Phase 6. Ja, ich frag nur. Anderen Leuten die Schuld geben. So, jetzt setzt euch gerne hin, setzt euch gerne hin, setzt euch gerne hin. Hätte ich einfach die Kamera geschlagen, vielleicht wäre das eine coole Zeit. Setzt euch doch einfach auf eure Plätze oder setzt euch einfach woanders hin. Mir ist das egal. Hauptsache, ihr setzt euch endlich hin. So, denn wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Nach der Werbung bekommt ihr die Zeitlupeneinspieler zu sehen und dann dürft ihr entscheiden, was sieht cooler aus, was hat mehr Effekte, wer hat die Keule besser geschwungen. Das Ganze gleich nach der Werbung. Unsere Band, die Rolling Stones, sind auf Tournee. Tourneedaten findet ihr auf tourneedaten-rollingstones.de.vu. Noch sind Restkarten zu ergattern. Kommen wir jetzt zur Auflösung. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Steinmetz. Wir haben die Jungs gerade ihr Gebilde zertrümmern lassen. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam die Zeitlupen an. Und dann seid ihr, liebe Zuschauer, aufgefordert, den Gewinner der zweiten Runde zu bestimmen. So, ihr Lieben. Und ich würde vorschlagen, auf mein Kommando spielen wir die Zeitlupen ab. Stein, Stein, Stein. Boah, das ist ein Traum. Das ist keine Zeitlupe. Das war eine Zeitlupe. Links haben wir eben Etienne gesehen. Wo waren das denn? Und rechts sieht man jetzt Wirt. Ja? Hä? Das war links, weil wir gucken uns das jetzt nochmal an. Keine Sorge, lieber Etienne, auch für Leute, die Dinge oft zwei- oder dreimal sehen oder hören müssen, bis sie sie verstehen. Ja, währenddessen läuft der Vote auf der linken Seite, Etienne, auf der rechten Seite. Das ist aber doch keine Scheiße. Hast du gesehen, wie die Tür da wirbelt von unserem Gebäude? Ja, wir können uns das gerne jetzt noch einmal angucken, während die Zuschauer jetzt ihren Vote abgeben. Links Etienne, rechts Wirt. Da sehen wir auch schon so ein Vote mal sich reinschnieseln. Ja, können wir es vielleicht noch einmal sehen. Da links Etienne, Fomps, und jetzt gleich rechts Wirt. Fomps. Tja, was ist beeindruckender? Ja, was würdet ihr so am ehesten in einem Lego-Action-Film sehen wollen? Wo würdet ihr sagen, ja, der Oscar für die besten Special Effects, der geht an. Ja, ist es Team Wirt oder ist es Team Etienne? Das entscheidet ihr. Ja, ich sag mal, wenn du eine Müllhalde sprengst, sind dann einfach nur Lego-Teile auf einen Haufen geschüttet und dann gegen die Säule geschlagen. Sorry, das kann doch hier nicht durchgehen. Phase 5. Sag das mal Michael Bay. Das muss doch irgendjemand, das kann doch nicht der Einzige sein, den das auf die Palme bringt. Jetzt mal ehrlich, da Leute. Da sieht man es nochmal. Wunderschön. Das soll erst das Ergebnis abwarten. Na? Und da sieht man auch, habt ihr den Moment gesehen, kurz bevor die Keule also einschlug. Das sind tolle Bilder hier, die wir euch anbieten können. Vielen Dank. Und jetzt geht's los auf der rechten Seite. Bam! So, ich würde vorschlagen, das reicht jetzt auch. Wir wollen einmal aufs Ergebnis schauen. Liebe Zuschauer, ihr habt gewählt.
Sieger der zweiten Runde und damit um 2 Punkte reicher ist Team Blockbar Bastarde mit 70,2%. Herzlichen Glückwunsch. Da war vielleicht auch die ein oder andere Mitleidsstimme dabei. Oder ging es da vielleicht um die Spannung? Oder seid ihr wirklich der Meinung, das war der bessere Effekt? Nun, wir haben jetzt jedenfalls Vorrunde 3 einen Spielstand, der alles offen lässt. 2-1 und es geht jetzt um 3 Punkte standardgemäß für Runde 3. Jetzt wollt ihr, liebe Kandidaten, die ihr hoffentlich die Klappe haltet, während ich hier moderiere, wissen. Ich fühle euch schlecht. Alter, das gibt's doch überhaupt nicht. Was habe ich gerade gesagt, Elias? Ich möchte den Zuschauern, die zahlreich angereist sind, jetzt auch mal. Das gibt's doch nicht. Und er hat gesagt, er hat das Publikum beleidigt. Wo ist der Baseballschläger? Weil er gesagt hat, dass wir uns schlecht fühlen sollen, weil ihr so gewotet habt. Lass das nicht den Almost Daily Tisch sein. Nächstes Mal könnt ihr die Hände ausstrecken und dann hau ich darauf. Oh Gott. Untouchables. So, jetzt wird hier erklärt. Und zwar. Nicht anfassen. In der alles entscheidenden dritten Runde, in der es um 3 Punkte geht, ist Teamarbeit gefordert. Denn wir spielen ein Spiel, das heißt. Blind Battle, nenne ich es jetzt. Und zwar funktioniert das so: Ich gebe euch diese Maske. Ihr dürft entscheiden, wer ist blind. Mach da. Ja? Und derjenige, der nichts sieht, der wird angeleitet von seinem Freund. Nicht blind? Freund. Wie er bauen muss. Nach Anleitung. Es wird natürlich für denjenigen, der die Augen benutzen darf, ein Foto des fertigen Konstrukts geben. So, ich zähle bis 3. Dann habt ihr euch entschieden. 1, 2, 3. So, wer bekommt die Binde? Ja, ich nehme sie dann mal. Okay, dann. Aber Eddie, vergiss nicht. Ja, binde dich bitte. Ich kann nicht sehen. Gut. Ich wollte es nur mal wiederholen. Umso wichtiger ist zuhören. Wir haben das Spiel alle das doch mal auf den Stars gesehen. Wow. Also, du weißt, Entschuldigung. Nils, tut mir leid. Colin, bitte setze die Brille auf und wird. Das ist richtig daneben. Setz die bitte auf die Augen. Das will ich nicht noch mal von dir sehen. So. Ist das dieser Humor, von dem wir. Ja. Hallo, guten Tag. Auch gespürt. Okay, gut, ich glaube, das sollte als Test ausreichen. Er sieht voll dumm aus. Mach mich zum Affen und alle lachen über mich. Bevor du gegen andere Leute wieder irgendwas schießt, warum hast du da einen nassen Fleck auf der Tischdecke? Das war Etienne, weil er in der Werbung rumgeweint hat. Das war natürlich Etienne. So, jetzt sage ich euch, was passiert. Elias. Also. Ruhig, Colin. Ach du Scheiße. Geht noch nicht los. Okay. So, das hier sind eure Boxen. Warte mal ganz kurz. Ihr habt beide die gleichen Modelle und die gleichen Teile. Warte noch mal ganz kurz hier. Wenn ich gleich loslege mit meinem Superkommando, dann müsst ihr hier bauen. Ihr habt insgesamt 8 Minuten Zeit und nach 8 Minuten müsst ihr hoffentlich das, was auf diesen Zetteln ist, gebaut haben. Ihr dürft natürlich jetzt nicht eingreifen. Ihr dürft auch nur die Blinden dürfen hier in die Schale fassen. Und ihr müsst denen beschreiben, Alter, welches Teil sie rausnehmen müssen. Nur die Blindies dürfen da rumfummeln. Mhm. Und ihr müsst denen sagen, welches Teil. Ach du Scheiße. Ja, das sind okay. Kleine Teile. Noch nicht auf mein Kommando. Ja, 8 Minuten Zeit. Stein, Stein, Stein. Okay, das ist ein Fahrrad. Okay. Oder hier ist die Schale. Soll ich einfach mal reingreifen? Greif mal rein, füll mal die 2 Reifen. Genau, das ist so das Hauptding. Ja, das ist der eine. Leg so, und dann unten siehst du diesen Stein. Ja, liebe Kandidaten, ihr wisst natürlich, wenn ein Team fertig ist, ist das Spiel beendet. Mach mal mit einer. Das ist klar. Zeig mir, was du hast. Nee. Okay, Das haben wir jetzt natürlich zur Kenntnis genommen, weil ich habe das ja ganz so. Dann greifst du nochmal in die Box. Wenn du das nicht gemerkt hast, nimmst du das? Nee, greif schon. Das legst du auch. Nimm mal jetzt die Mitte. Ja, so, sehr gut. Die beiden Teile sind die gleichen. Dann greifst du wieder in die Box. Hier ist Kommunikation natürlich wichtig, deswegen halte ich mich mal ein bisschen zurück zu eurem Leitwesen. Greif wieder in die Box. Wir sortieren erstmal die Sachen. Genau. Das kommt später. Ich kann auch in der Box. Nein. So ist schon gut. So, und jetzt greifst du wieder in die Box. So, leg die einfach mal alles in der Box einzeln irgendwo hin. Dann kann ich nämlich so dich besser navigieren. Verstehst du? Etienne, könntest du ein bisschen darauf achten, dass unsere Kamera das auch einfangen kann, was ihr da macht? Das ist nicht mehr drin. Ja, genau. Das sind die letzten 2 Teile. Das sind nur wenige Teile. Es geht eher darum, die richtige Reihenfolge. Gut. Okay, pass auf. Also, ich arbeite mit der rechten Hand. Lass mich mal gucken. Also, okay, nimm mal einen Reifen links zu deiner Hand. Einen Reifen, ja. So, den nimmst du. Und dann nimmst du in der Mitte das Teil.
Das so, da? Nee, das andere, links daneben, genau. Das. Und schiebst das da in den Reifen rein. Was für ein Teil das daneben? Sehr gut. Ja, zeig mal. Ja. Nein. Ja, ich darf's nicht anfassen, links, du musst es mir ein bisschen zeigen. Da. Oh, scheiße. Moment. Hier. Okay. Das ist. Ganz? Hier? Das war aber richtig, den Reifen da wieder dran schieben in dieses Kreuzding. Das daneben links? Ist, ja, das, genau okay, das. Okay, lass mich mal gerade gucken. Ja, genau. So, genau, jetzt mit dem anderen Ding fixieren wir das von der anderen Seite. Mit der anderen genau. Platte. Ja, ja, genau. Das ist genau das gleiche Parallelding. Jetzt haben wir schon ungefähr den Vorderrad. Da ist ein Loch drin, ne? Genau, genau. Ja, ja, genau. Ist das das Loch hier? Da sind drei Löcher. Also kann ich, also, kannst, ich jedes nehmen. Zeig mal, ich sag dir, wenn es das Falsche ist. Mach einfach mal rein und dann sagen wir, wie es ist. Das behalten wir. Leg jetzt mal ganz kurz. Ja, du musst es noch ein bisschen da rausstempeln, damit das auf der anderen Seite. Das ist da schon. Ah, okay. Pack mal verstehst du, du klemmst jetzt den Reifen zwischen die zwei Speichen sozusagen. Ja, genau. Das hier? Ja, genau. Ja, ich weiß, was man will so gerne eingreifen. Ja, ja. Das mal. Und jetzt glaube ich dir. Hans, ganz unten. Ganz unten. Das noch? Nee. Warte mal. Ich hab das Gefühl. Ja, zeig mal gerade. Ich glaube, ich hab. Warte mal, ich hab, glaube ich, das, was du gerade hattest, direkt. Das hier? Ja. Das kleine? Ja, genau. So sieht es jetzt aus. Das ist gar nicht so einfach. Das kleine. Und jetzt, ich schieb das mal. Hier rein. Zeig mal. Lieber Elias, könntest du auch ein bisschen die Kamera mitspielen lassen, dass du vielleicht. Wir müssen uns hier konzentrieren, Herr Boomhoff. Ja, aber die Leute wollen das sehen. Das ist nicht eure Show. Oder ist das so ein Gewinn? Nee, das ist mal raus. Nimm mal das rechte, machst du mal wieder weg. Ja, genau. Und jetzt greif mal wieder ganz nach unten. Nochmal drauf. Ja, genau. Nee, das ist euch interessiert, liebe Zuschauer. Nee, links daneben. Nee, das in der Mitte. In der Mitte. Ja, genau. Genau. So, und das muss jetzt unten rein. Ja, genau. Ganz oben, nee. Nee, genau. Ja, genau. So rein. So rein, okay. So, und jetzt nimmst du wieder das Hinterrad, was du gerade aufgebaut hast. Okay, jetzt ist es, glaube ich, nee, das daneben. Das hier? Genau. So, und wenn du mal fühlst in der Mitte, kannst du das. Nein. Wenn du oben fühlst. Oben? Ja, genau, da ist so ein Loch, pack das mal da rein. That's what she said. So, aber nee, links. Links, nee, weiter links. Nein, das ist halb rund. Nein, wir fühlen mal oben. Ja, genau. Okay. Leg mal alles klar. Das ist halb rund. Alles klar, okay, Moment. So, jetzt. Unten in der Ecke bei den 90 Grad Winkel. Da muss das Kreuz rein vom Reifen. Beim einen, weißt du? Okay, Moment. Okay. Also, ich lege dieses Teil jetzt nochmal weg. Es sind nicht mehr so viele Teile, komm. Sag mir mal, ob es da richtig ist. Ja, da ist es, das Ding. Okay, jetzt nimm mal bitte das andere Rad. Ach so. Ja, das war falsch. Okay, also. Nimm mal das andere Rad. So, pass auf. Und wenn du. Ja, genau, da ist das Eckkreuz. Da machst du es rein. Da musst du es. Da machst du es rein. Genau, du hast es schon richtig erkannt. Ich weiß nur nicht, ob das die richtige Seite ist. 4 Minuten. Oh Gott. Ja. Moment. Okay. Jetzt das andere macht das gleiche. Ja, warte, der Reifen. Ja, du hast es schon richtig gerafft. Du hast auf jeden Fall gerafft. Hast du so einen X? So, und jetzt kommt an der anderen Seite die Ecke wieder da dran. Ecke ist. Das müssen wir gleich herausfinden. Genau. So. Kann man das falsch sein? Wenn du die Ecke drin hast, ist es richtig. Zeig mir das mal. So ist genau richtig. Okay, das Verbindungsteil in der Mitte. Und jetzt müssen wir noch nicht langsam. Das Problem ist, dieses Loch zu treffen. Das ist so ein Scheiße. Ja, probier's mal so. Geht das da so rein? Okay, das ist ein Kreuz. Ja, so ist es. So ist perfekt. So, jetzt. Okay, genau, merkst du, wo du es hinlegst. Ja, jetzt nimmst du oben links auf 11 Uhr. Nein, weiter hoch. So. Jetzt weiter brauchen hoch, wir, hoch, rechts, bevor rechts, wir weitermachen, rechts, brauchen wir das Lenkrad. Da wo ist ein Teil. Links. Nein, ein anderes. Links, ganz das. Links. Ja, das ist genau. Wieder so ein Kreuzstück. Ja. Das machst du jetzt. Jetzt nimmst du wieder den. Warte. Jetzt nimmst du noch das, was du eben berührt hast. Auch da oben, ja. Da steckst du jetzt das Ding rein, unten, da wo es passt, in das Breite. Ja. Jetzt musst du das ist aber locker. Das wird der Lenker. Bei uns fehlt ein Verbindungsteil. Das ist der Lenker. Jetzt nimmst du aber hier so. Jetzt nimmst du dir wieder die Reifen. Bei uns fehlt ein Teil. Und jetzt nimmst du das. Sag mal. Genau, du hältst es. Teil, das haben wir hier. Du hältst es genau richtig. Das Runde muss nach unten zeigen. Das Runde zeigt nach unten. Die runde Seite. Nein, von dem Reifending. Von diesen kurvigen Dingen. Das, dreh das mal so, dass die runden. Genau. So, nee, so und jetzt. Oh, bei uns fehlt ein Teil. Und jetzt ist. Warte mal. Wir können das nicht. Wir können das 2,5 Minuten. Warte mal, ich raff's gerade nicht. Leg's mal hin. Dann versuch mal anders. Leg's mal hin. Mach den Rest. Muss es mir kurz angucken. Moment mal, leg das mal alles hin. Okay. Das ist, oh shit. Hast du eine Anleitung dafür? Oder was ja, ich habe. Ist noch ein Teil drin? So, oh, fuck, nee. Ich hab's falsch gemacht. So, ah, okay. Nee, ganz oben links. Wir haben noch okay, da haben so. So, leg das mal alles hin. In das, oh, du musst nochmal auseinanderbauen. Noch 2 Minuten. Ja, Mann, ich bin. Du musst nochmal auseinanderbauen. Ja, zieh's auseinander. Da, da, wo ich gesagt habe, im rechten Winkel, da muss der Lenker rein. Zack, also, zack. Also, das schwarze Teil. Genau. Da, nimm den Reifen, zieh das Ding da raus, nimm das Ding da, das kleine, ja, ist das. Und das machst du jetzt da ins Eck rein. Hä?
Du machst es gut. Machst das sieht. Das ist da jetzt drin. Ja, und dann bei uns fehlt halt ein Teil. Ich ganz richtig. Und jetzt wird am sorry. Ja, ich kann dann auch nichts machen. Ich sehe ja nichts. In den Reifen machen. Aber Moment, okay, dann bau einfach so weit wie möglich. Vielleicht geht es ja darum, wer dann am weitesten gekommen ist. Windfried, Fahrrad, der Erfinder des Zweirads, dreht sich hier im Kragen um, wenn er das sieht. So kann man es nämlich dann einfach, jetzt dreh das, so, das haben wir so, das dreh das Lenkrad ein bisschen hoch, lass es so liegen, aber dreh das, dass die lange Seite nach oben guckt. Ich sehe nichts. Ja, genau. So, ey, bei uns fehlt ein Teil. Wir können das. Du kannst jetzt. Moment, wir können es natürlich weiterbauen. Ja, nimm mal ihr genau diese zwei Teile da. Das untere Kreuz. Da, das hier. Direkt nee, nee, das was noch liegt, das große Teil, das größte Teil. Das hier. Und pack das jetzt noch parallel da drauf. Zeigefinger, da steckst du es drauf. Nee, pack das auf die andere Seite. Dann schließt du es mit der anderen. Genau, solo. Ja. Noch 45 Sekunden. Das ist ja unmöglich, Leute, ey. So? Ja, genau. Jetzt bräuchten wir ein rotes Teil, das haben wir nicht. Hey, scheiße, ich krieg. Das so rum geht's nicht gut. Ich muss es einzeln. Okay, nochmal. So, das ist drauf. Jetzt kommt der Reifen drauf. So, jetzt kommt die Platte drauf. Jetzt schließt du das Ding genau. Das nach oben. Mhm. So, ja. Was machst du? Und ein bisschen nach unten drehen. Was du? Kann das da rein? Nein, nein, nein. Das muss ganz vorne. Das muss ganz vorne zwischen dem ersten Rad. Ganz vorne. Ich versuche zu improvisieren. Wir haben es parallel bekommen. Aber ja, so, 10 Sekunden. Wir haben es. Warum bekommen wir es so? Ja, es genau. Da links, das obere ist schon da, rauf. Ja, ich sehe es mit den Zeigefläche drauf. Mit einem Handflächen drauf. Kannst du zeigen, wo das Teil liegt. Ganz links. Das ist natürlich eine gute Idee. Okay. Das ist ja, voll das mies. Ist die Zeit ist vorbei. Wir ist das mies? Das ist das frustrierend? Das sind die ersten Reaktionen hier. Oh, unser Ding, echt ja, ihr dürft das abnehmen. Hier, das ist so, da bin ich mal gespannt. Also, ja, das habt ihr toll gemacht. Dann würde ich doch schauen, zeigen wir uns mal die beiden Endergebnisse. Ja, dann haben wir hier zum einen hier euer Ding. Das ist natürlich nicht ganz fertig geworden, aber man erkennt schon ein bisschen, in welche Richtung das gehen soll. Ja, hier, die Teile sind nicht da, aber okay, zack. Ja, ist nicht ganz fertig. Boah, schauen wir mal, was eure Kontrahenten gemacht haben. Ja, das sieht deutlich besser aus. Ihr habt sage und schreibe. Ja, geil. Eins, zwei, also drei. Drei Teile, das eine war ja schon dran. Ich wollte nur mal gucken, ihr hattet drei Teile miteinander verbaut. Das ist auseinandergefallen. Und der Rest liegt hier lose rum. Ja, ich würde vorschlagen, es ist sehr, sehr knapp. Ich muss kurz drüber nachdenken, wer diese Runde gewonnen hat. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Timi Villiers hat diese Runde gewonnen. Yeah. Es war wirklich sehr knapp. Auch ihr habt ganz, ganz prima gebaut. Damit haben wir einen neuen und auch finalen Punktestand. Team Villiers 4 Punkte, Team Blockbuster. Tade 2 Punkte und damit hat diese Ausgabe Steinmatch einen Gewinner. Zum einen natürlich euch, liebe Zuschauer, weil ihr ein wundervolles Programm genießen durftet. Zum anderen, lasst die Finger von dem! Das nehme ich mit nach Hause für mich! Okay. Ein Gewinnerteam, ihr Team, ihr habt das so, so, so toll gemacht. Selbst das ist euch viel richtig. Glück beim nächsten Mal. Auch ihr wart tolle Kontrahenten mit viel Talent gesegnet, was heute leider nicht zu 100% auf die Straße bzw. auf den Tisch gebracht wurde. Verzagt nicht. Ihr könnt auch noch was anderes mit eurem Leben anfangen. Euch vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn es wieder heißt Stein, Stein, Stein! Stein!